So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Watch Dogs. Wir sind ja immer noch momentan im Gefängnis, versuchen uns jetzt nach oben zu kämpfen, dann quer durch den Knast und auf der anderen Seite wieder runter, damit wir auf das Trainingsgelände kommen. Wobei unser guter Kumpel gemeint hat, das Trainingsgelände wäre oben. Allerdings ist die Zielmarkierung, wie wir hier sehen, unten. Oh nö. Nö. Nö, sind alle nicht mehr markiert. Was ist denn das für eine blöde Sache? Wo steht der Kerl? Da steht er ja. Ei, was ein Typ. Coolen Schrank. Hacken. Kann ich den ausschalten oder darf ich ihn nicht ausschalten? Das ist hier die Frage. Wir kümmern uns um die Verriegelung. Das ist hier die Frage. Hier haben wir unseren einen Freund, da den anderen Freund. Der andere Freund hier muss jetzt mal weg. Komm, beweg dich. Beweg dein Arsch. So. Nein, ich muss da durch. Ganz schlechter Scherz, oder? Wirklich schlechter Scherz. Soll ich denn da durchkommen? Und da der rumrennt und der nicht gerade extrem motivierte Arbeiter da einfach drin rumsteht. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Kann ich da drin nicht irgendwas auslösen? Alarm, Ablenkung. Oh, Schlaftabletten. Komm, hacken wir jetzt noch mal kurz in seine versteckte Kamera ein. Hacken wir kurz in seine ein. Drüber läuft er. So, das sind die drei, die hier oben mir das Leben zur Hölle machen wollen. Zack. Na, ihr liebe Leid und Kerrgecht, ist euch schon genauso schlecht? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass er bis davor läuft, ne? Habe ich mich vorhin gar nicht drauf geachtet. Ich muss jetzt nur auf einer anderen Seite wieder Treppe runter irgendwie. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh shit. Das ist nicht cool. Geh weg. Der andere beobachtet mich. Er kennt mich aber nicht. Ich glaube, der ist weitsichtig. Kurzsichtig meine ich. Muhahaha. Auch wenn ich es nicht benutzen darf. Aber ich meine, was soll's, ne? Hauptsache ich besitze sie. Haha, ich bin in Besitz einer. Oh shit. Bleib du mir ja fährt. Bleib mir fort. Junge, bleib mir fort. Eine Kamera. Oh, falscher Knopf. Eine Kamera. Entriegelung für unten. So, jetzt ist unten mal entriegelt, ne? Jetzt kann ich entweder runtergehen. Aber da ist mir der Typ da oben dann ein bisschen im Weg. Deshalb müsste ich den vielleicht zuerst ausschalten. Wenn nur die einzige Möglichkeit. Dadurch und ihn mir dann vorzuknöpfen. Wenn er nochmal davor gelaufen ist. Oder nochmal daherkommt. Und dann wohlgemerkt rechtzeitig. Bevor er mich entdeckt.
glaube nur, dass er hier nicht nah genug rankommt. Es kann natürlich sein, dass es so ist wie beim anderen. Wisst ihr noch, wo ich den Typ niedergesprungen habe, auf gut Deutsch? Muss ich nur rechtzeitig den Knopf drücken, muss ich jetzt ein bisschen drauf achten. Tja, ich bin schon ein typischer Splinter Cell-Mensch hier. So, wo läuft denn der andere jetzt rum? Jai. So, gehen wir wieder nach unten. Ich musste, so wie es aussieht, nur hoch, um das da unten aufzuhacken, sozusagen vielleicht. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall probiere ich jetzt mal. Ja, dann arbeite halt an den Schaltkreisen, an deinen. Sonst dürfte hier eigentlich keiner mehr herumlaufen, ne? Ich glaube, die sind sonst alle gar ausgeschaltet. Oder gehen wir kurz in ihn rein und schauen uns um. Da läuft noch einer. Der wird mir noch zum Verhängnis. Definitiv. Es sei denn, ich schaff's da an ihm vorbei zu flitschen. Hinten dran. Und dann weg. Schnell durch. Ja. Und jetzt von Deckung zu Deckung hüpfen. Lauf, Junge, lauf. Nicht da hinschauen. Andere Richtung. Komm schon, komm. Ich weiß, dass du es willst. Der Typ da oben geht mir jetzt schon auf die Nerven. Jetzt läuft er auch noch wieder dahin. Was ein Junge. Was ein Kerl. Ja genau, ja genau, stell dich doch dahin. Kann ich nicht seine Kamera umprogrammieren, eine Bombe oder so. Jetzt laufst du mal schön wieder weg. Wunderbar, du auch. Top. Freie Bahn für Marzipan. Okay, ja. Das ist natürlich blöd, dass gerade unser Telefon klingelt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich gehe jetzt einfach mal nicht dran, da ich ja mitten hier im Aufnehmen bin. Deshalb habe ich schon überlegt, ob ich das Telefon einfach ausstöpsel. Aber ja, was soll's. Na, Kamera. Irgendwas zum Hacken hier? Nein, erst 15 Meter da hinten. Ah, hier ist gar nichts zum Hacken. Das wird dann wieder eine komische Krabbelarbeit. Komm schon, schau weg, Junge, schau weg. Schau weg. Na? Rosa? Das wird richtig hässlich. Das wird hässlich. So. Nein. Oh, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich glaube, ich habe sie aus Versehen entriegelt. Nicht, dass unser lieblicher Freund hier auf einmal da lang gerannt kommt und meint, oh, da ist ja was entriegelt. Muss man nachschauen. Komm, beweg dich da hinten. Beweg dich, beweg dich. Fahrstuhltastenfeld, klasse. Muss ich auch im Fahrstuhl fahren. Danach. Jetzt muss ich den Fahrstuhl hacken. Ja, willst du auch mal bewegen, Junge? Komm schon. Komm schon. Ich muss mich wieder hinten den anderen da hinten reinhacken. Wuhu. Ja, genau hinten hin. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ach, so spät schon.
Jetzt beweg du dich bitte daher, damit ich in deine Kamera rein kann. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jetzt dreh dich mal ein bisschen um. Du sollst dich umdrehen. Andere Richtung. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm schon. Ja. Wunderbar. So, jetzt fangen wir wieder an, ein bisschen zu bauen hier. Ah, zu schnell. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Lucky will kein Risiko eingehen. Scheiße, Mann. Ich will auch hier raus. Dann benimm dich. Oh, Bullshit. Planänderung. Unser Gefangenentransportflug fehlt. Also bist du Plan B. Und was sollen wir vielleicht tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Nein, Mann. Denk nicht mehr an diesen Kerl. Er ist nicht echt. Meint er mich? Und ob ich echt bin? Na, wo hat denn der Typ denn seine Gesichtstätowierung? Wo ist er denn? Hallo. Da ist er ja. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Das ist die Frage. Wieder aufgemischt jetzt, ne? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal das Papier. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein. Nicht. No. Mit dir. Was habt ihr vor? Ich geh nicht mit zur Korruption. Halt dein Scheißmaul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Tja. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Mein Gott. Falscher Knopf und falscher Knopf. Da muss ich rein, da muss ich rein. Du laufst mal schön wieder weg, Junge. Bro. Na, falscher. Du nicht, der andere. Komm schon, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Und? Ja. So Leute, das ist eigentlich perfekt für einen Cut und für das Ende dieser Folge. Mal sehen, was uns unten im Kellergeschoss alles erwartet. Ich glaube, es wird noch einiges sein.